Hallo, hier ist Barbara von Swimrun Germany oder Laufsinn. Wir sind heute beim Backwater Swim bzw. Backwater Swim Run im niederösterreichischen Waldviertel. Hinter uns kommen jetzt gerade Ed Kramer und Tom Rottenberg aus dem Wasser. Vielleicht das prominenteste Swimrun-Paar in Österreich. Mal schauen, was die Jungs so erzählen. Ja. Arli, was im Kind? So, da haben wir jetzt einen Ed und einen Tom. Hi. Jungs, wie war's im Wasser gerade? Wässrig. Wässrig. Wahnsinn. So wie es sein soll. Ein bisschen viel Erde schwimmt noch drin herum, aber das kann sich setzen. Aber also das im Waldviertel ist man gewohnt, dass das Wasser saukalt ist. Das ist Badewanne hier. Das ist irre. Ja, und dann noch das Wetter und die Kulisse dazu. Ja, genau. Das wird morgen richtig gut. Für die Zuschauer, ja. Wir werden sterben. Ihr werdet nicht sterben. Also, nein. Tom ist nach eigenem Ermessen der prominenteste Swimrunner in Österreich. Nein, nein, nein. Das muss man jetzt aber auch erklären. Es gibt in Österreich sonst kaum Swimrunner. 5 oder 4 Personen. Und ich bin der Einzige, der sich dauernd irgendwie in den Medien nach vorne trägt. Also, das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern einfach nur, mein Job ist es, über sowas zu schreiben. Und deswegen kennt man mich ein bisschen. Und wir sind der Blinde und der Einäugige und die Sehenden. Es ist perfekt. Ja. Wir haben ja die Ehre gehabt, dich bei dem allerersten Swimrun-Versuch in Engadin vor 3 Jahren zu interviewen. Mag sein, ja. Ja. Und jetzt bist du heute hier. Wie war dein Weg dazwischendrin? Mein Weg dazwischendrin war, dass ich ein noch schlechterer Triathleter-Swimrunner bin. Und das macht mir groß Spaß. Und dass mich der Ed eingeladen hat und der Andreas Sachs hier mal es zu versuchen. Mhm. Letztes Jahr wäre ich sehr gern hier gewesen, aber die Termine waren so geballt, am gleichen Tag war der Ironman in Klagenfurt und deswegen war ich dann schon dort, weil ich dort angemeldet war. Und das ist auch das Dilemma dieses Sportes. Das ist einfach irgendwie, es gibt relativ wenig Wochenenden, jetzt mal Covid und Corona ausgeklammert. Mhm. Es gibt wenige Wochenenden, an denen es geht und da ist alles gleichzeitig und die Zielgruppe ist genau die gleiche. Das stimmt. Und deswegen bin ich der berühmteste Swimrunner, weil alle Triathlon machen. Ne? Super. Ed! Ja. Du bist ja, wie wir auch, Händler für, du bist ja auch als Trail Dog bekannt und dein Laden Trail Dog Running. Ja. Du machst ja eigentlich dasselbe wie wir mit Trail Running. Hast du jetzt auch Swimrun, Schwimmen müssen mit drin oder wie schaut das aus? Ich muss sagen, bevor ich meinen Shop eröffne, was hier natürlich mein größtes Vorbild. Danke. Abseits, sieht man nicht, was die Zeit ist. So, ja, abseits des Mainstreams, wir sind, was Marken betrifft, ähnlich aufgestellt. Uns interessieren nicht die großen Brands, uns interessieren die kleinen, die guten Marken. Das ist auch, halt Swimrun ist wirklich eine Nische in der Nische, sag ich mal. Wenn der Tom nicht so fleißig darüber schreiben würde, würde es in Österreich niemand kennen. Sollen wir kurz Platz tauschen, dann ist es irgendwie... Nein, ich mach's mal einfach so, das passt schon. Sehr süß. Ja, was soll ich sagen? Ich schwimme genauso gern, wie ich laufe und für mich, also Trail laufen auf Straße, aber Trail ist einfach meine Leidenschaft und das ist irgendwie wie Trail schwimmen, im Water schwimmen, was liegt näher als die Landschaft schwimmend laufen zu erkunden. Und wie gesagt, wie der Tom schon gesagt hat, das ist ein österreichischer Sager, gewinnen werden wir das Ding sicher nicht, ja. Also Österreich gewinnen werden wir den Schaas sicher. Ja, ich würde es so nicht sagen. Wir sind im Fernsehen. Naja, Schaas ist ja in diesem Fall positiv konnotiert. Ja. So ist es. Also, wie seht ihr so überhaupt jetzt die Szene Swimrun in Österreich? Ich meine, ich glaube, noch kleiner als unsere in Deutschland. Wie kann man die Szene? Hast du eine Lupe hier? Ich habe größten Respekt vor jedem und jeder, die das machen. Wie generell ich vor jedem Respekt habe, der irgendeine Art von Sport macht. Aber kann man jetzt wirklich von, wenn da, keine Ahnung, wie viele Starterinnen und Starter da sein wird, aber kann man wirklich von einer Szene reden? Das sind ein paar sympathische Freaks, ja? Und ich finde das super und ich hoffe, dass das wächst und ich hoffe, dass es irgendwie viele Leute kennen, dass man jetzt nicht irgendwie für wahnsinnig viel Kohle alles machen muss. Okay, da ist natürlich auch Kohle drin mit der Ausrüstung, klar, und Events und da verdienen Menschen Geld damit, das ist auch schön. Aber von einer richtigen? Kann ich von einer Szene sprechen? Na, in Österreich leider nicht, weil es scheitert natürlich an den entsprechenden Bewerben. Wenn du keine Bewerber hast, magst du eine Szene haben, Leute, die das gerne machen würden. Wir haben sehr viele Triathleten, man sieht auch der Michi Reis, war heute hier zum Schwimmen. Es dringt auch immer mehr bei meinen Kunden und Kundinnen ins Bewusstsein, dass für Triathleten ist das eigentlich auch super Trainings- und Trainingsmöglichkeit, ja, Swimrun. Lass halt das Radl weg und bist so unterwegs. Aber wir haben leider
keine Bewerber, bis auf die morgigen. Sonst gibt es in Österreich nichts. Oder ist an mir was vorbeigegangen. Also, und da ist Deutschland, ich meine, sicher besser aufgestellt. Danke euch natürlich. Ja, gut, danke. Aber wobei jetzt von der Geografie her ist Österreich ja eigentlich 1A. Ja, nein, da, eigentlich hast du alles hier. Und diese beiden berühmtesten deutschen Swimrunner, die Namen jetzt nicht vergessen, aber die beiden Jungs, die sagen, sie kommen nach Österreich zum Trainieren. Ja? Also, du hast ja alles, es schaut sogar skandinavisch aus, du kannst sogar irgendwie Smørrebrød singen und das passt dann alles. Ja. Es ist ein bisschen wärmer, es ist ein bisschen wettersicherer. Also eigentlich müsste es funktionieren, aber wir wissen, alle Sätze, die mit eigentlich beginnen, heißen, ist nicht so. Schön wär's, aber. Genau. Und es ist halt irgendwie auch irgendwie so, wir sind weltberühmt in Österreich, kann man da sagen, weil die Szene kennt uns. Das sind halt wir und unsere besten Freunde. Aber vor einer Woche bin ich in Wien, habe ich trainiert. Und dann sitze ich am Ufer bei der Neuen Donau und auf einmal laufen zwei Frauen eben mit Swimrun-Dress und mit Boje und so vorbei. Und das war ungefähr so, wie du bist auf einer Insel ein Jahr alleine und auf einmal kommt Freitag dahergelaufen. Ah, es gibt doch noch andere, die so verrückt sind. Schön. Also, aber ich weiß nicht, wer sie sind. Ich habe gerade gequatscht und die sind vorbeigelaufen. Okay, also wir werden morgen einen, denke ich, doch tollen Tag haben. Tolles Wasser, tolle Gegend, tolles Wetter. Ja, aber wir reisen jetzt ab. Was habt ihr euch vorgenommen? Finish. Überleben, finishen, vielleicht nicht einmal in der Cut-Off-Zeit. Nein, ich steige jetzt ins Auto und fahre nach Spielberg, weil da ist morgen Formel 1 Rennen. Okay, ich sehe dich morgen ins Murray-Boot singen, ich bin mir ganz sicher. Für dich auf alle Fälle. Ja, super, schön. Okay, danke ja, euch. Euch auch morgen viel Spaß ja. Und wir sehen uns dann im Ziel.